Vor einigen Jahren, als ich im Urlaub war, wollte ich eine Freundin besuchen, die ist so 30 Kilometer von meiner Heimatstadt gewesen, in einem Kloster. Und dabei habe ich mir ein Auto von meinem Bruder ausgeliehen. Also ich hatte keins, mein Bruder hatte eins und der war so nett, mir das Auto zu leihen. Und das war ein großer Fehler seinerseits. Naja, ich war gewohnt, Dieselfahrzeuge zu fahren und habe noch vorher getankt. Leider hat sich herausgestellt, dass das Auto nicht mit Diesel fährt, sondern mit Benzin. Und ich bin auf der halben Strecke liegen geblieben. Es hat dem Auto nicht besonders gut getan. Meine Eltern mussten dann die Reparatur auch finanzieren. Also das war mir ziemlich peinlich damals. Heute kann ich drüber lachen, auch wenn mein Bruder mich ab und zu daran erinnert, dass ich sein Auto kaputt gemacht habe. Wie dem auch sei, auch im heutigen Evangelium hören wir davon, dass es von Bedeutung ist, was du zu dir nimmst, wovon du dich speist, was dich antreibt. Jesus sagt klipp und klar, das, was seine Jünger antreiben sollte, ist sein Fleisch und sein Blut. Das ist für uns mehr oder weniger selbstverständlich. Da geht es auch um die Eucharistie, aber nicht nur um das. Es geht vor allem darum, sich von dem zu speisen, was Christus uns ins Herz legt. Und das ist eine gute Übung, sich selber jetzt zu fragen, vielleicht auch an diesem Sonntag, was ist es, wovon ich lebe? Es sind so viele Dinge, die dir vielleicht Kraft geben, Energie geben, wo du Freude empfindest, was deine Zeit in Anspruch nimmt. Wenn du wirklich wissen willst, was dich antreibt und was dir wichtig ist, schau dir deinen Kontoauszug an und schau dir deinen Terminkalender, falls du einen hast, an. Dann wirst du ganz genau wissen, was dir wichtig ist und was dich antreibt. Und das braucht dich nicht traurig zu machen, wenn du merkst, das hat nicht besonders viel mit Gott zu tun. Es ist einfach dein Leben. Und das ist auch der Grund, warum die Juden mit solchem Unverständnis auf die Worte Jesu reagieren. Die regen sich nur darüber auf, dass er da ihnen vorschlägt, sein Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken. Auch für uns heute ist es unvorstellbar, wenn man es wörtlich nehmen sollte. Und doch meint es Jesus auch wörtlich, weil der gibt seinen Jüngern dann einige Zeit später sich selber nicht nur am Kreuz, sondern auch in der Eucharistie. Aber dieses Evangelium krönt eine längere Rede, die Jesus gehalten hat. Und das ist der Abschluss, der Gipfel dessen. Die Erinnerung daran, wie wir, seine Jüngerinnen und Jünger, leben sollen, was die Essenz unseres Lebens sein soll. Und es ist auch eine große Einladung, diese zwei Bereiche in deinem Leben ihm sozusagen zu unterwerfen. Das ist ein nicht besonders schönes Wort, unterwerfen, aber davon spricht die Bibel, wenn sie das Verhältnis von Mensch zu Gott beschreibt. Es geht wirklich darum, sich in den Dienst zu stellen, das eigene Leben. Und so wird es dann auch Frucht haben, das, was Jesus in diesem Evangelium Leben in Fülle nennt, das ewige Leben. Es geht nicht nur um ein Jenseits irgendwann, irgendwo, unbestimmt, vielleicht wenn du stirbst, sondern es geht um das Hier und Jetzt. Und er verspricht, wenn du ihn selber zu deiner Speise machst, also zu demjenigen, der über dein Leben bestimmt, dann wirst du dieses Leben in Fülle schon hier haben.
Ich habe gesagt, es geht um zwei Bereiche in deinem Leben. Und es geht wirklich darum, was du mit deiner Zeit machst, ob du deine Zeit in den Dienst Gottes stellst und was du mit deinem Geld machst. Ob das auch ein Bereich ist, wo Gott etwas zu sagen hätte. Wenn es um die Zeit geht, das ist ein bisschen trügerisch, wenn man in der Nachfolge steht. Wenn man denkt sich, ja, da muss man Bibel lesen und beten. Gehört auch dazu, aber das ist nicht das, was ich hier meine. Wenn du deine Zeit in den Dienst Gottes stellst, dann kannst du vieles tun. Auch Urlaub machen, das kann auch im Dienst Gottes sein. Ich kenne Leute, die ihren Urlaub, die 3 Wochen, die sie wirklich hart erarbeitet haben, in den Dienst Gottes stellen und fahren zum Beispiel 1 Woche irgendwo, um das Evangelium zu verkünden, auf verschiedene Arten und Weisen. Entweder arbeiten sie mit Bedürftigen oder verkünden das Wort auf der Straße oder, was weiß ich, bauen irgendetwas auf in den Missionsgebieten. Oder gehen in ihre eigene Pfarre und stellen zum Beispiel 1 Woche ihrer Zeit zur Verfügung. Das ist ein sehr sensibler Bereich. Und dazu muss man sich auch fragen, immer, damit es überhaupt möglich ist, die eigene Zeit in den Dienst Gottes zu stellen, was willst du eigentlich von mir? Und da gibt es einen Tipp von mir, er stammt auch aus der Bibel. Schaue deine Sehnsüchte. Was würdest du in deinem Leben erreichen wollen? Was ist dein großer Traum gewesen oder ist immer noch? Was würdest du gerne in dieser Welt bewirken? Das ist der Bereich, wo Gott höchstwahrscheinlich will, dass du auch deine Zeit investierst. Und der zweite Bereich, das Geld, ist nicht minder wichtig. Ich weiß, jeder muss seine Brötchen verdienen oder hat sie schon verdient und bekommt auch Pension, das ist auch sehr wichtig. Aber frag dich selbst, wenn du die Bibel liest, Gott hat den Juden, dieses Gesetz betrifft uns nicht mehr. Jesus hat uns von den Vorschriften befreit, aber Gott hat den Juden auferlegt, den Zehnten zu geben. Und lange, lange Zeit in der Geschichte der Kirche wurde das auch ein bisschen missbraucht oder ganz missbraucht, um den Leuten etwas abzuknüpfen, um viele Dinge zu finanzieren. Manche waren gut, manche weniger gut, die man damit finanziert hat. Aber Gott hat die Juden dazu eingeladen, 10% ihres Einkommens dafür zu verwenden, dass sie Gott dienen oder dass andere Gott dienen können. Klar, in diesem Land ist es auch schön rechtlich geregelt. Es gibt einen Kirchenbeitrag, der nicht besonders schön ist, weil das ist etwas, was man wirklich zahlen muss, wenn man irgendwie mit der Kirche im Reinen sein will. Es ist aber nicht das Wichtigste. Es geht um die freiwillige Gabe. Was kannst du Gott aus deinem Geld geben? Und das bedeutet nicht, dass du dieses Geld gleich der Kirche, der katholischen Kirche, zur Verfügung stellen musst. Du kannst es machen, aber das muss nicht sein. Sondern welchen Anteil von dem Geld, was du hast, du Gott zur Verfügung stellst. Ich lade dich dazu ein, es ist Sommer, man hat manchmal ein bisschen mehr Zeit, wirklich zu überlegen, wie sehr Gott in dein Leben hineinsprechen darf, wie sehr er zu deinem Brot und zu dem Wein, also bildlich jetzt gesprochen, werden kann, wie sehr er zu deiner Speise werden kann in der Nachfolge, wenn du vor allem mit deiner Zeit und mit deinem Geld umgehst.
Und jetzt feiern wir es nicht nur bildlich, sondern wortwörtlich, dass Jesus zu unserem Blut und zum Fleisch wird, von dem wir uns speisen können, wenn wir diese Eucharistie weiterfeiern. Sie soll aber nicht hier enden, sondern über die Kirchentür hinaus Auswirkung zeigen. Lass es zu, dass Gott auch in diesen zwei Bereichen über dein Leben ein bisschen bestimmen kann. Geh das Risiko ein, das die ersten Jünger eingegangen sind. Du wirst vielleicht dadurch nicht reicher, aber du wirst ein Leben in Fülle führen. Das kannst du mir auch glauben. Das habe ich selber erlebt und auch mit eigenen Augen gesehen. Wenn Leute sich selber in den Dienst Gottes stellen, empfangen sie das Leben in Fülle, auch wenn es nicht immer ein einfaches Leben sein muss. Aber dieses Versprechen gibt uns Jesus. Das ist, er ist die Garantie für seine Worte. Und das ist auch ein sicheres Zeichen dafür, dass wir als Kirche zu großem berufen sind.